Hallo und herzlich willkommen im Drechsler Magazin Online Workshop. In der Folge 7 zeige ich Ihnen mit dem Drechseln von V-Fugen bzw. dem Spitzstab ein weiteres Grundprofil. Dazu verwenden wir den Meißel. Eine V-Fuge sowie der Spitzstab werden mit dem Meißel hergestellt. Ob Sie dafür einen schmalen oder eher breiten, einen Rechteckmeißel oder vielleicht eher einen Ovalmeißel verwenden, ist der persönlichen Vorliebe überlassen. Ich verwende für solche Detailarbeiten sehr gerne einen 13 mm breiten Rechteckmeißel, der noch die nötige Stabilität bringt, aber dennoch sehr gut zu handhaben ist. Die Höhe der Handauflage ist bei der Arbeit mit dem Meißel eher etwas über der Achsmitte eingestellt. In der Regel wird zuerst die Breite des Profils auf das Werkstück übertragen. Für unser Probestück zeichnen wir Linien in etwa 10 mm Abstand, die unsere V-Fuge begrenzen. Der erste Einstich erfolgt mit der langen Spitze des Meißels möglichst exakt mittig zwischen den Linien. Bei den weiteren Schnitten ist es wichtig, dass Sie die Phase an das Holz anlegen. Das bedeutet, wird auf der linken Seite geschnitten, wird die linke Schneidenphase auf der geschnittenen Fläche angelegt und rechts dann natürlich die rechte Schneidenphase. Jetzt wird jeweils abwechselnd links und rechts mit der langen Spitze des Meißels die V-Fuge ausgearbeitet. Das Werkzeugheft wird dabei unten angesetzt und beim Einstechen angehoben. Mit dem Ausrichten des Werkzeughefts lenken Sie auch die Schneidenphase in die entsprechende Position. Die Bewegung erfolgt mit einer seitlichen Körperbewegung. Das Einstechen mit dem Meißel wird nun mit weiteren nebeneinander liegenden V-Fugen geübt. Dabei entstehen ganz automatisch auch die sogenannten Spitzstäbe. Viele weitere Projekte finden Sie natürlich auch in unserem Drechsler Magazin oder auf unserer Internetseite unter www.drechslermagazin.net.